Hallo liebe Leute und willkommen zurück zum Mega Man Battle Network. Und wir waren gerade dabei, uns mit Lance Vater zu treffen und irgendwie glaube ich, dass ich hier doch falsch bin. Ja, wahrscheinlich. Ja, genau. Ich habe mich in der falschen Ecke geparkt. Wir sollten jetzt zum Psylab gehen und nicht zu den Wasserwerken. Ah, diese Fernsehgeräte sind gemeint. Oder ist das Ganze auch wirklich so ziemlich... Entschuldigung, symmetrisch dargestellt ist es so. Oh, ist aber schade. Das ist das sicherste Gerät im ganzen Spiel. Na, wie ist das denn? Yeah, me again. Problem with that. And just because I'm not a kid doesn't mean I can't play games. Or something like that. Naja, verzieh dich, wir kriegen ja noch oft genug mit dir zu tun. Yay! Punkt, Punkt, Punkt. Zeit verstreicht. Ach, da ist sie ja. Yay. Ach, was. Mach doch nichts aus, ich mache gerade zufällige Geräusche, um irgendwie so Illusion von einem Mysterium zu erschaffen, das es eigentlich gar nicht gibt. Wisst ihr? Apparently you can. Ja, mal abgesehen davon, dass das Ding immer noch Strom frisst wie sonst was. Aber ansonsten total umweltfreundlich. HP Memory, ja, herrlich. Den Erfolg sichern wir mal. Ich trau dem Spiel nicht. Aber das Misstrauen war vollkommen unbegründet, wie ich hier gerade sehe. Ich müsste ja nur mal den Mund aufmachen. Ah! Okay, Freundchen, was ist ja so gewollt? Ich weiß, das ist ein klein wenig übertrieben, aber... There is no kill like overkill. Naja, so ein bisschen Spaß muss halt mal sein. Ja. Delicious food everywhere. Okay. Capcom, you crafty bastard. Also aber PETs aus PET-Flaschen. Ah! Oh mein Gott, ist dieser Witz schlecht. Jo, lasst uns essen. Okay.
Inwiefern? Das sieht aus wie jedes andere. Dass mit Mega Man nicht alles normal ist, das ist mir schon klar gewesen. Ich meine, der nimmt hier World 3 NetNavis auseinander, gibt's ja keinen Morgen mehr hier. Ja, für den Fall, dass ihr euch noch nicht dran gewöhnt habt, meine Sätze müssen nicht unbedingt Sinn ergeben. Aber, komm, wenn ihr so weit gekommen seid, dann sollte das auch mittlerweile durchgesickert sein, oder? Ja. Ich kann nichts machen. What the hell? Es ist der Weihnachtsbaum! Oh yeah. So macht man nochmal Partystimmung. Frage, wenn es einen Stromausfall gibt. Wieso leuchtet er dann noch? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sein Kostüm nicht gerade wenig Strom frisst. Also entweder eine ziemlich mächtige Batterie in den Haaren oder ich denke zu viel drüber nach. Könnte es sein, dass er vielleicht hier Induktionsstrom benutzt? Seine Kleidung ist ein einziger Dynamo. Das ist es! Das ist die Lösung für alle unsere Probleme. So, dann müssen wir jetzt mal herausfinden, was wir hier machen können. She's foolish, she's delicious. Wenn das so einfach ist, den ganzen Kram zu. Ihr seid doch alle doof. Na dann rein. Irgendwie sieht's hier genauso aus, oder? Okay, es gibt keine Fenster mit Wasser. Aber ansonsten. Securely locked. Ja, und wie immer, wenn das Internet im Eimer ist, ist die Welt im Eimer. Gut, hier kommen wir schon mal grob nicht weiter. Ja, wir brauchen einen Platz, einen Ort zum Einklinken, aber ja. Okay, dann werde ich jetzt mal. Und nu? Was ihr gerade hört, dieses bip 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 bip. Da versuche ich gerade mich hier irgendwo einzuklinken, aber das geht nicht. Okay. Security locked. Nicht der. Tatsache. Na gut. Warum auch immer das jetzt geschehen ist, wir finden ja im nächsten Teil dann heraus, was sich hinter dieser Tür verbirgt. Also dann, man sieht sich, Leute. Bis denn.